Da bin ich auch schon wieder. Das heißt, wir können jetzt weiter. Ich habe mir Nervennahrung geholt wegen. Ja. So, wir können jetzt zum Lord Ich versuche wirklich nicht irre zu sein. Ehrlich. Ich kann nicht anders. So, ich wollte jetzt noch ein paar Sachen loswerden. So. Wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Ich finde das halt scheiße, dass wir immer noch diesen großen fehlerhaften Feuerkristall da haben. Ich weiß auch nicht, warum du unbedingt. So. Ja, das sieht nett aus. Na, er braucht ja auch noch seine Rüstung wieder. Ich hab's gleich. Wie nett. Wie nett. Wie nett. Okay, das sind alles die falschen Geschenke. Okay. Ist okay. So, du hast was? Was ein roter Stahl geschissen hast du. Verdrochen Knochen bist du noch nicht. Okay. Ich kann sehr schon aufsteigen, ja. So. Oh, Alistair ist ja Pflicht. Ja. In der Tat. Und jetzt geht's zum Landfing, weil wir das so toll finden. Na, 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 Leute, ich habe eine an der Waffe. So. Wir werden die alle platt machen. Oh. Yeah. Da ist noch eine Quest, Magie die wir soll dem abgeben Menschen können. dienen und ihn niemals beherrschen. Hunderte von Pfeilen hatten ihn durchbohrt. Kleine wie große Leiden quälten ihn. Doch sein Herz war stark. Und er ging weiter. Sie sollen heißen Malefica, die Verfluchten. Sehr und nice. Weder in dieser noch in der nächsten Welt Ruhe finden. Dazu wollte ich gerade kommen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal speichern. Auf zum königlichen Palast, meine Lieben. Wir werden das Landfing für uns entscheiden und Alistair zum König machen und dann werden wir. Ich hab selber wehgetan. Kennt ihr, ne? Mein dummes und sich selber wird die ganze Zeit. Scheiße, ey. Wächter, die Situation überrascht mich nicht. Und Alistair, wenn ihr auch nur ansatzweise als Mariks Sohn anerkannt werden wollt, solltet ihr dann nicht bereits beim Lanting sein? Ihr habt Ferelden geteilt und euch dem Mann entgegengestellt, der erreicht hat, dass ihr in Freiheit geboren wurdet. Aber glaubt nicht, dass ihr an mir vorbeikommt, um auch noch das Lanting zu entehren. Der Adel von Ferelden wird meinen Herrn als Regenten bestätigen. Und der Spuk hat endlich ein Ende.
sobald ihr von der Bildfläche verschwunden seid. Seht ihr wirklich nicht, was das Logan geworden ist? Ich hatte in letzter Zeit so viele Zweifel. Logan ist ein großer Mann, aber sein Hass auf Ole hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er hat schreckliche Dinge getan, ich weiß. Aber ich schulde ihm alles, was ich bin. Ich kann ihn nicht verraten, also bittet mich nicht darum. Dann lasst mich ihn aufhalten. Ihr wisst, das ist der einzige Weg. Ich hätte nie gedacht, dass die Pflicht einen so bitteren Beigeschmack hat. Haltet ihn auf, Wächter. Er darf nicht alles verraten, was er einst liebte. Bitte, habt Mitleid. Ohne Logan gäbe es kein Ferelden, das man verteidigen könnte. Wird gespeichert. Ja, wir speichern aber auch nochmal manuell, weil ich vertraue dir nicht, Spiel. Lords und Ladies des Lanting. Tern Logan will, dass wir aus Angst unsere Freiheit und unsere Traditionen aufgeben. Er trägt Schuld an der Misere. Dennoch sollen wir unser Schicksal in seine Hände legen? Müssen wir alle Vorteile unseres Landes opfern, um es zu retten? Schöner Auftritt, Eamon. Aber keiner hier ist davon ergriffen. Ihr wollt eine Marionette auf den Thron setzen und jeder hier weiß das. Die wichtigere Frage lautet, wer zieht dann die Fäden? Ah, und da haben wir den Puppenspieler. Sagt uns, Wächter, wie werden die Olesianer unser Land übernehmen? Schicken sie Truppen oder lassen sie ihre Befehle einfach von diesem Möchtegern-Prinzen verkünden? Was haben sie euch geboten? Was kostet derzeit die Ehre von Ferelden? Die Verderbnis ist die Bedrohung, nicht Orlé. In meinem Benauen sind inzwischen genug Flüchtlinge, um dies ausreichend zu untermauern. Der Süden ist gefallen, Loghain. Soll die dunkle Brut das ganze Land überrennen, weil ihr Orlé fürchtet? Die Verderbnis ist in der Tat real, Wulf. Aber brauchen wir die grauen Wächter, um sie zu bekämpfen? Sie behaupten, nur sie könnten die Verderbnis beenden. Dennoch haben sie gegen die dunkle Brut bei Ostagar nachgerade spektakulär versagt. Und jetzt wollen sie 4 Legionen Chevaliers mitbringen. Und wenn wir unsere Grenzen den Chevalier einmal geöffnet haben, werden sie dann nach dem Kampf einfach so wieder in ihre Heimat zurückkehren? Ihr habt Bürger von Ferelden in die Sklaverei verkauft, um euren Krieg zu finanzieren. Was meint ihr? In Ferelden gibt es keine Sklaverei? Erklärt euch. Das Gesindeviertel kann nicht gerettet werden. Der Schaden durch den Aufstand ist noch nicht behoben. In den Häusern verrotten Leichen. Dorthin würde ich meinen schlimmsten Feind nicht schicken. Wir können es nicht halten, wenn die Verderbnis kommt. Egal, was ihr davon haltet, Wächter. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ungeachtet meines Bedauerns für die Elfen, habe ich getan, was zum Wohle Fereldens notwendig war. Dann solltet ihr Mareks Sohn unterstützen. In der Tat. Sind wir es Marek nicht schuldig, seinen Sohn auf den Thron zu setzen? Wenn er ein wahrer Sohn von Marek wäre, würde ich ihm umgehend Treue schwören. Aber er hat absolut nichts von Marek an sich. Aber genug davon. Ich habe eine Frage an euch, Wächter. Was habt ihr mit meiner Tochter gemacht? Was habe ich getan? Ich habe sie für euch beschützt. Ihr habt meine Tochter, unsere Königin, gewaltsam entführt und dabei ihre Wachen getötet. Was habt ihr getan, damit sie bei euch bleibt? Lebt sie überhaupt noch? Ich kann durchaus für mich selbst sprechen. Lords und Ladies von Ferelden, hört mich an. Mein Vater ist nicht mehr der, den ihr kennt. Dieser Mann ist nicht der Held der Schlacht am Dane. Dieser Mann hat seine Truppen abgezogen und euren König nicht beschützt, als dieser tapfer gegen die dunkle Brut kämpfte. Dieser Mann hat Caelans Thron bestiegen, noch bevor seine Leiche kalt war. Und mich eingesperrt, damit ich seinen Verrat nicht kundtun konnte.
Ich wäre bereits getötet worden, wenn dieser graue Wächter nicht gewesen wäre. Die Königin sagt die Wahrheit. Der Einfluss des Wächters hat also sogar deinen Geist vergiftet, Anora? Davor wollte ich dich beschützen. Lords und Ladies, unser Land wurde schon früher bedroht. Es wurde zahllose Male verloren und wieder zurückerobert. Wir aus Ferelden haben bewiesen, dass niemand uns wahrhaft erobern kann, solange wir vereint sind. Wir dürfen jetzt keine Spaltung zulassen. Haltet zu mir, dann werden wir sogar die Verderbnis besiegen. Der Wächter. Ich halte zum Wächter. Südhang unterstützt die Grauen Wächter. Das wache Meer hält zu dem Grauen Wächter. Drachengipfel unterstützt den Wächter! Die Westhügel bauen auf die Wächter. Möge der Erbauer uns beistehen. Ich halte zu Logan. Er ist unsere einzige Hoffnung auf den Sieg. Ich halte zum Wächter. Die Verderbnis naht. Wir brauchen die Grauen Wächter. Ja, ich finde das auch immer geil, wenn er so... Scheiße, ich kann ihn mehr. Das Land fängt es gegen euch, Loghain. Tretet in Ehren zurück. Verräter! Wer von euch hat sich denn gegen den Kaiser von Orlais gestellt, als seine Truppen euer Land verwüsteten und eure Frauen vergewaltigten? Ihr habt einst an unserer Seite gekämpft, Eamon. Das Land lag euch am Herzen. Aber jetzt seid ihr so alt und fett und selbstzufrieden, dass ihr die Gefahren nicht mehr seht. Keiner von euch hat es verdient, sich in dieser Angelegenheit zu äußern. Keiner von euch hat für dieses Land Blut vergossen, so wie ich es getan habe. Wie könnt ihr es wagen, mich zu verurteilen? Ruft eure Männer zurück, dann klären wir die Sache ehrenhaft. Dann lasst es uns beenden. Wir wussten wohl beide, dass es dazu kommen würde. Der Wert eines Mannes ergibt sich aus der Größe seiner Feinde. Das hat Marek mal zu mir gesagt. Ich frage mich, ob das eher für euch oder für mich ein Kompliment ist. Genug, das Landting soll die Regeln des Duells nennen. Es wird traditionell erfolgen. Ein Kräftemessen im direkten Zweikampf, bis eine Seite aufgibt. Und alle hier Versammelten werden das Ergebnis akzeptieren. Stellt ihr euch mir persönlich oder kämpft jemand für euch? Ich selbst werde das Duell bestreiten. Die Männer werden euch oder mir folgen. Kämpfen wir darum. Macht euch bereit. Kein Problem. Ja. Ja, ist okay, ist okay. Sag mal, mein Charakter greift dich an. Hallo? Im Namen des Ich wollte gerade sagen, jetzt irgendwie, der wollte gerade nicht, ne? Ich hätte gerne eine Trophäe. Er wollte gerade nicht, weil da kommt jetzt ist der Kampf vorbei. Das kann ja nicht wahr sein. Nein! Ups. Warum? Oh, weil das eben nicht funktioniert hat, ne? Weil das passiert mir nie! Fuck! Ich hoffe, der setzt jetzt direkt am Kampf an, ey, sonst dürfen wir das ganze Lautfang nochmal machen. Ja, wir dürfen nochmal alles machen. Was haben Sie euch geboten?
Was kostet derzeit? Und wenn wir unsere Grenzen den Chevalier... Egal, was ihr davon haltet, Wächter. Aber genug davon. Ich habe eine Frage an... Ich wäre bereits getötet worden. Ich halte zum Wächter. Verräter! Wer... Stellt ihr euch mir persönlich? So. Ich hasse diese scheiß Schwertschildviecher. Ich habe euch unterschätzt, Wächter. Ich dachte, ihr wärt wie Kaelin, ein Kind, das Krieg spielen will. Ich habe mich getäuscht. In euch wohnt eine Stärke, wie ich sie seit Mareks Tod nie mehr gesehen habe. Ich gebe auf. Ihr werdet für eure Missetaten sterben. Wartet, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Terran ist ein Krieger und anerkannter Feldherr. Er kann uns nützlich sein. Lassen wir ihn das Beitrittsritual durchlaufen. Ihr wollt ihn zu einem Wächter machen? Warum? Wir sind derzeit zu dritt in ganz Ferelden. Es gibt gute Gründe dafür, so viele Wächter wie möglich zu haben, wenn es gegen den Erzdämon geht. Der Beitritt verläuft oft tödlich, nicht wahr? Wenn er überlebt, bekommt ihr einen General. Wenn nicht, bekommt ihr eure Rache. Das müsste euch doch genügen. Überhaupt nicht. Riordan, dieser Mann hat unsere Brüder im Stich gelassen und uns dafür die Schuld gegeben. Er hat uns gejagt wie Tiere. Er hat euch gefoltert. Wie können wir das einfach vergessen? Nein, Logan muss für seine Verbrechen sterben. Das könnt ihr nicht tun. Mein Vater mag Fehler gemacht haben, aber für das Volk ist er immer noch ein Held. Nora, lass gut sein. Es ist vorbei. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das ist eine ernste Sache. Töchter werden nie erwachsen, Nora. Sie bleiben immer 6 Jahre alt mit Zöpfen und aufgeschlagenen Knien. Nein, ich lasse ihn nicht beitreten. Macht schnell, Wächter. Mit dem Wissen, dass Ferelden in euren Händen ist, kann ich dem Erbauer gegenübertreten. So sei es. Ja. Es ist also beschlossen. Alistair wird den Thron seines Vaters besteigen. Moment mal, was? Nein. Wann wurde das beschlossen? Niemand hat das beschlossen, oder? Er verweigert den Thron. Jeder hier hat es gehört. Damit ist wohl klar, dass er zu meinen Gunsten verzichtet. Ihr seid hierbei wohl kaum eine geeignete Vermittlerin, Anora. Wächter, werdet ihr uns helfen? Ja, ich kann das beilegen. Als Vermittler in diesem Disput, wie lautet eure Entscheidung? Wer soll Ferelden führen? Alistair wird König sein und ich regiere an seiner Seite. Wirklich? Werdet ihr? An der Stelle wache ich sonst immer auf. Oder alle zeigen auf mich und lachen, weil ich nichts anhabe. Anora, das Landting hat sich gegen euch entschieden. Ihr müsst nun unserem König die Treue schwören und jeden Thronanspruch von euch und all euren Erben aufgeben. Wenn ihr glaubt, dass ich diesen Eid schwöre, Eamon, dann kennt ihr mich schlecht. Ihr müsst etwas unternehmen, Alistair. Das ist vermutlich richtig. Ferelden darf nicht im Zustand des Bürgerkriegs verbleiben. Wir brauchen Einigkeit. Wenn sie euch nicht die Treue schwört, Alistair, und ihren Thronanspruch aufgibt, ist sie eine Bedrohung für uns alle. Bringt sie erst einmal in den Turm. Wenn ich gegen die Verderbnis falle, kann sie ihren Thron haben. Wenn nicht, sehen wir weiter. Ihr würdet mir nach all dem noch eine Chance auf den Thron einräumen? Wenn ich falle, Anora. Wenn ich falle, ist der Thron euer. Solange diese Möglichkeit besteht, werde ich euch nicht töten.
Irgendjemand muss sich um die Verderbnis kümmern. Das ist unerwartet klug von euch. Ja, aber sagt es nicht weiter. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Also gut. Wachen bringt sie weg. Eure Hoheit, bitte sprecht zum Landting. Oh, das bin ja ich. Genau. Ich kannte meinen Vater nicht, aber ich weiß, dass ihn die Verpflichtung getrieben hat, dieses Land zu beschützen. Kommt endlich zur Verderbnis. Wollte ich doch gerade. Also, die Verderbnis. Ja. Ich bin Mariks Sohn, aber ich bin auch ein grauer Wächter. Ich habe einen Eid geschworen, die dunkle Brut zu bekämpfen, was immer es mich kosten würde. Ich kann diesen Eid nicht brechen, um eine Krone zu tragen. Ich muss meine Gefährtin von den Wächtern in den Kampf gegen die Verderbnis begleiten. Nach der Verderbnis kehre ich zurück und nehme meine Pflichten auf, welche das auch sein mögen, als König. Bis dahin ernenne ich Al-Eamon zu meinem Regenten. Ich kann der Erinnerung an Marik nicht weniger Ehre erweisen als ihr und nehme an, möge der Bauer eure Schritte gegen die dunkle Brut segnen. Meine Gefährtin von den Grauen Wächtern wird, so hoffe ich, Loghains Platz als Befehlshaber meiner Armeen einnehmen. Wollen wir es gemeinsam zu Ende bringen? Nichts anderes leitet mich, mein König. Bereitet euch alle auf den Marsch vor. Die ganze Stärke Fereldens wird nötig sein, um die Verderbnis zu überleben. Aber wir werden uns ihr stellen und sie besiegen. Wir gehen jetzt besser. Ferelden verlässt sich auf uns. Oh, es ist jedes Mal so richtig so... Nun, seltsame Geschichte. Sagt mir mal, ob ihr sie schon kennt. Junger Mann wird König und verlobt sich. Beides am selben Abend. Gern geschehen. Ich habe gar nichts dagegen, König zu werden. Ich hatte ja lange genug Zeit, mich damit anzufreunden. Vielleicht kann selbst ich so etwas Gutes bewirken. Viel gespannter bin ich ja auf die Verlobung, wisst ihr. Die Idee gefällt mir, aber seid ihr sicher? Ob ich sicher bin, dass ich euch heiraten will? Jupp. Oh, dann muss ich ja nicht mal mehr fragen. Wow! Sie erwarten einen Erben. Wegen der Verderbtheit in unserem Blut ist es für einen Grauen Wächter schwierig, ein eigenes Kind zu haben. Aber bei zwei Wächtern. Jeder graue Wächter, den ich kannte und der Kinder hatte, hat das vor dem Beitritt gemacht. Einen Erben zu haben, ist vielleicht gar nicht möglich. Aber versuchen will ich es gern und oft. Ausgezeichnete Einstellung. Gut, dass wir rechtzeitig mit dem Üben angefangen haben. Hm? Darum werden wir uns später kümmern müssen. Meine Krönung findet ja nicht sofort statt. Ich bin nicht am Sabbern. Müssen wir auch noch bekämpfen. Al-Eamon ist nach Radcliffe abgereist. Er sagt, unsere Armeen haben sich dort fast vollständig versammelt. Wir sollten so bald wie möglich nach Radcliffe aufbrechen. Wenn wir den Erzdämon zu lange warten lassen, wird er launisch und das wollen wir nicht. Also zum einen, ich bin überhaupt nicht am Sabbern und ich brauche jetzt auch keine Herzchen über mein Profilbild. Sag mal. Hm. Muss nicht so eifersüchtig sein auf jemanden, der in einem Videospiel existiert.